Da sind wir mal wieder zu einer Comic-Review. Ich habe jetzt schon echt unglaublich viele Anläufe gebraucht für dieses Video. Das liegt zum einen daran, dass das Comic, was ich jetzt hier vorstellen werde, DC Rebirth ist. Und hier drin passiert einfach so viel. Und dazu kommt halt noch, dass mich das so krass begeistert hat, dass meine Emotionen hier die ganze Zeit überkochen sind und ich gar nicht drauf klarkomme, was für ein tolles Comic ich hier gelesen habe. Ich werde das jetzt so ein bisschen stichpunkthaltig abarbeiten und werde versuchen, auf die Story so wenig wie möglich einzugehen, weil sobald ich das versuche, bei den letzten ganzen anderen Anläufen ist es komplett ausgeartet, weil hier einfach sau viel passiert. Erstmal zu den Rahmenbedingungen. Das Comic wurde von Geoff Johns geschrieben, gezeichnet von Evan Skyver, Evan Rice. Sind die einzigen Namen, die mir gerade spontan einfällen, aber waren noch einige weitere Top-Autor-Zeichnernamen dabei. Hinten war nochmal so eine kleine Auflistung gewesen. Jason Fabok war noch dabei, Brandon Anderson war dabei, Joe Prado war dabei und. Also alles sehr begnadete Zeichner. Auf 86 Seiten schafft es halt Geoff Johns hier ein ganzes DC-Event zu erzählen. Wo normalerweise Marvel und DC hingehen, 5, 6, 8 oder 10 US-Hefte lang einen Story-Arc erzählen, geht Geoff Johns einfach hin und nutzt hier wirklich jede Seite, um die Geschichte voranzutreiben, andere Ereignisse zu zeigen und Eindrücke zu geben auf Sachen, die man so vielleicht vorher nicht wahrgenommen hat. Grandios. Dazu ist das ganze Ding noch zugeballert mit Easter Eggs und das fängt schon direkt auf der ersten Seite an, wo man direkt den ersten Wink mit dem Zaunfall von wegen Watchmen bekommt, weil die Watchmen jetzt im DC Rebirth-Zeitalter auch eine Rolle fürs normale DC-Universum spielen werden. Ich war echt beeindruckt davon. Der Hauptcharakter von diesem Comic ist Wally West und der Hauptaufhänger ist, dass Wally West vergessen wurde und er der Einzige ist, der sich noch wirklich an das alte DC-Universum erinnern kann. Er versucht dann im Laufe der Geschichte zu seiner alten Flamme, zu Batman und allen anderen Helden irgendwie Kontakt aufzunehmen. Bloß er hat das Problem, dass sich keiner mehr an ihn erinnern kann, bis er sich an eine gewisse Person wendet, was ich an dieser Stelle nicht wegspoilern möchte. Wally West zeigt hier dann direkt, nachdem er versucht hat, zu Batman Kontakt aufzunehmen, der sich wiederum nicht an ihn erinnern konnte, kurz seine Origin rückblickend und geht danach an die Crisis on Infinite Earths ein, auf Flashpoint, Final Crisis und erzählt quasi, was in den letzten 20, 30 Jahren im DC-Universum passiert ist und erzählt auch, was ihm so ein bisschen gefehlt hat in den New 52-Zeitalter, und zwar ist das die Liebe. Und das Krasse daran ist, dass genau dieser Aspekt, dass während der New 52 die Liebe und das Familiäre und die Wärme gefehlt hat, wird ja schon von ein, zwei Toren angesprochen. Einmal ganz vorne direkt mit dabei ist Geoff Johns mit diesen Heft, wo das immer ganz klar ausspricht. Und bei Lewis und Clark wurde es auch darauf eingegangen, dass die Welt eine andere ist. Also da sagt das Dan Jurgens aus Supermans Sicht, dass das ein ganz anderes Zeitalter ist, dass alles viel mehr auf Kampf getrimmt ist und. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sich jetzt DC dazu entschieden hat, das alte DC-Universum durch dieses Event wieder zurückzubringen und vielleicht auch die Watchmen ihren Platz in diesem DC-Universum finden werden. Also wunderschön geschrieben. Ich möchte gar nicht mehr zur Story sagen, weil ich kann euch nur sagen, jeder, der es liest, egal ob neuer oder alter Leser, wird davon gnadenlos begeistert sein. Neue Leser werden alles im Kontext erfahren, was irgendwie wichtig für die Geschichte ist. Und ältere Leser, die ganzen Events gelesen haben, auf die hier drin eingegangen werden, werden sich dann einfach nur wiederfinden und werden dann schöne Sachen wieder erinnert und werden positiv darauf eingestimmt, in was für eine Richtung das ganze DC Rebirth-Universum gehen wird. Im Nachwort schreibt Panini noch, dass jetzt sich die Autoren bzw. die Kreativduos jetzt bei den Serien 12 Monate Zeit nehmen werden, um zu zeigen, was jetzt aus dem alten DC-Universum wieder ganz wichtig für das neue DC-Universum ist und was sie aus dem New 52-Zeitalter mit rübergenommen haben. Ein kleiner Spoiler, eine Sache, die sie nämlich nicht mitnehmen werden, ist zum Beispiel der Superman aus dem New 52-Zeitalter. Der ist, jetzt noch ein Spoiler, ist gestorben und der Dan Jurgens Superman, den man jetzt zuletzt bei Lewis und Clark sehen konnte, mit seinem Sohn, wird jetzt im neuen DC-Universum der Superman überhaupt sein. Richtig tolle Sache, freut mich sehr. Ich mochte zwar auch sehr den New 52 Superman, aber ich mag den von Dan Jurgens aus den 90ern einfach viel, viel lieber. Und der bringt für mich so ein bisschen Wärme mit, die ich dann bald in den Superman-Comics hoffentlich finden werde, wenn die gut geschrieben sind. Auf jeden Fall grandioses Event. Grandios, toll gezeichnet, wie den ganzen Top-Zeichnern, die hier drin sind, mit ein paar echt emotionalen Szenen. Es wird einiges gerechtfertigt, was DC in den letzten Jahren vielleicht falsch gemacht hat. Und es wird hoffentlich alles wieder zurückgebracht, was man im New 52-Zeitalter vielleicht vermisst hat. Ich würde mal sagen, neue Leser und alte Leser profitieren davon gleichermaßen. Neue Leser kriegen jetzt halt jede Menge Serien mit einer neuen 1 drauf geliefert, wo sie gut einsteigen können. Und alte Leser kriegen halt Sachen, die sie vermisst haben, aus dem alten DC-Universum wieder. Ihr hört es wahrscheinlich schon raus, das hier ist für mich so klar
eine 5 von 5, wie eine 5 von 5 auch nur eine 5 von 5 sein kann. Und ich fand es einfach nur wunderschön. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr auf die Story eingehen. Ich möchte aber nicht alles wegspoilern. Und bei den letzten Versuchen ist das immer gnadenlos gescheitert, wenn ich versucht habe, die Geschichte hiervon ein bisschen besser zusammenzufassen, weil hier einfach so viel auf so wenig Seiten passiert. Ein kleines Beispiel dafür von so Sachen, die hier mal so beiläufig auf zwei Seiten erzählt werden. Und da kommen wir wieder auf die Kompaktität dieses Comics, dass halt auch so wenig Seiten zusammengefasst werden. Und zwar gibt es hier die Szene, wo der New 52 Green Arrow auf die New 52 Black Canary trifft. Die beiden sich angucken, keinerlei Erinnerungen aneinander haben. Sie wissen nicht, dass sie verheiratet waren und. Und dann sitzen sie abends beide im Bett und merken, dass ihnen irgendwas fehlt. Sie wissen aber nicht, was ihnen fehlt. Und zwar ist es da wieder das, was Jeff Jones hier ganz klar anspricht, die Liebe, die im New 52 halt Alter einfach gefehlt hat und jetzt wieder Einklang findet ins neue DC Rebirth. Wunderschöne Story, wunderschön gezeichnet, wunderschön gemacht und ich bin echt beeindruckt, dass Jeff Jones geschafft hat, auf so wenigen Seiten ein so wichtiges und tolles Event und ein so krasses Stück Comic-Geschichte zu schreiben. Also zieh ich mal Hut vor. Das war's von mir für dieses Video. Bitte ballert mir in die Kommentare rein, ob ihr auch so hin und weg von diesem Ding seid und ob das für euch auch mit Los und Clark vielleicht so das Beste ist, was ihr dieses Jahr gelesen habt. Weil bei mir ist es definitiv so. Also meine Top 2 für 2017 sieht bis jetzt so aus. Los und Clark und DC Rebirth ist bis jetzt das Schönste, was ich dieses Jahr gelesen habe. Das war's dann jetzt tatsächlich. Ballert eure Meinung in die Kommentare rein. Lasst uns einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.